Hallihallo, ihr lieben Betreiber, und ganz herzliches Willkommen. Wir lachen immer noch uns krank, weil ich müsste den Oscar anrufen und dann eigentlich abwürgen, weil ich gar keine Zeit hatte. Naja, gut, so geht's. Der Obstmann ist auf alle Fälle wieder da und der Oscar von Müller ist natürlich auch wieder mit am Start. Und den habe ich jetzt gerade am Telefon hängen, ja. So, Oscar, pass mal auf. Ja. Und zwar, ich brauche einen Steinsammler. Und ich muss dir sagen, ich will wahrscheinlich mal einen kaufen. Jetzt ist die Frage, hast du da mal ein gutes Angebot für mich oder ne? Die Frage ist, wie schnell brauchst du das? Na, ich sage mal so, ich habe jetzt ein Feld, wo Steine drauf liegen. Ich hätte natürlich aber auch noch einige andere Felder, die ich erstmal noch pflügen müsste. Also das ist jetzt, ich sag mal, heute muss es nicht mehr sein. Okay, weil die Frage ist, ja, ich bekomme demnächst, also noch nicht hundertprozentig, kann ich noch nicht sagen, nur wahrscheinlich eventuell einen Steinesammler von einem Landwirten rein, der leider zugrunde gegangen ist, nenne ich mal vorsichtig. Ja, okay. Genau. Da hat, ich weiß es nicht, aktuell so um die 15 bis 20 Stunden drauf, glaube ich. Also war eigentlich nigelnagelneu. Ja. Ja. Aber und da war wohl gar nicht so schlecht, Oris. Genau, also prinzipiell keine verkehrte Ware. Ist halt dann die Frage, ob du was Neues haben möchtest. Nee, muss nicht unbedingt sein. Kann ja gebraucht sein, das ist alles kein Problem. Genau. Die Frage ist, was für einen möchtest du? Hast du dich denn schon auf meiner Homepage umgeschaut? Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache immer der Steine sammelt. Okay. Also da bin ich wirklich ganz flexibel. Passt, weil dann, ich würde dir Bescheid geben, wenn der da ist. Ansonsten schicke ich dir ein Angebot, wenn der nicht kommen sollte. Das ist perfekt. So machen wir genau. Das. Ne? Oscar, ich danke dir schon mal. Ja. Aber eins zum Ausleihen hast du nicht manchmal, ne? Doch. Also ich habe halt meinen privaten da. Und den könnte ich mir mal ausleihen? Ja, das ist kein Problem. Das wäre gut, weil für das eine Feld hier, das will ich wenigstens fertig kriegen irgendwie, weißt du? Wäre es gar nicht so schlecht, aber dann, ich muss mir einen kaufen. Das wird auf alle Fälle, geht da kein das Weg dran ist vorbei. Alles gut. Genau. Gut. Nee, wie gesagt. Wo steht denn der bei dir? Den stelle ich dir raus. Alles klar, hole ich mir dann mal ab. Dann machst du mal eine kleine Rechnung, ne, für... Muss ja nicht verlaufen. Alles gut. Ich bin ja da. Also so... Kennst du das, wenn du denkst, du bist mit dem Arsch rum und dann so dir so auffällt, Scheiße, du hast ja noch einen Anhänger hinten dran. Das kenne ich, aber mir ist manchmal auch noch rum passiert. Ich habe manchmal gedacht, oh, jetzt kann ich endlich frei fahren und auf einmal haut's mich im Sitz zurück und merkt, dass ich noch einen Hänger dran hab. Ja. Das ist genauso eine Scheiße, jetzt kann ich doch sagen, wie es ist. Oh ja. Ne, deswegen, so ein bisschen links ins Eck, also ein Eck bin ich so ein bisschen reingefahren. Ach so, jetzt wegen dem Feld, ne, ja, mein Gott. Genau, nee, dann habe ich das mehr, komm, bis, also, ich mag es halt nicht, wenn sich dann Leute nicht melden. Das Ding ist ja, das Feld ist sehr beliebt bei vielen. Wegen Neifahren. Ich weiß auch nicht so richtig. Jeder Vollpfesten fördert Nei. Okay, so, wie das? Der Kuli und mir ist es auch sogar schon mal passiert. Also, okay. Ich weiß auch nicht. Irgendwie zieht's das magisch an, alle. Naja. Gut, okay. Ich muss erst mal weiter. Du weißt Bescheid, machst mir mal ein Angebot und dann hole ich mal deinen nachher kurz noch. Wenn der Gebrauchte da ist, das kriegen wir bestimmt auch irgendwie hin, dass du dir mal ausleihst oder sowas. Ja, das geht sein Gang. Wie gesagt, was das für einer ist, ist mir egal. Genau, passt. Ne? Ich danke dir, mach's gut, erst mal. Jo, ciao. Tschüss. So, ach, ihr Lieben, es ist natürlich nicht ganz realistisch, was wir hier machen, aber wir müssen ja immer ein bisschen bedenken, es ist auch noch ein kleines Spiel hier. Ne? Oh Gott. So. Das haben wir.
Naja, da würde ich sagen, dass wir vielleicht noch hart gleich den Dings runterhauen. Dass wir noch hart gleich miteinander fahren und den Steinsammler holen. Das können wir eigentlich jetzt gleich machen. Will ich vielleicht jetzt gleich mal machen. So, gut, okay. Müssen wir mal rückwärts hinein. Hier machen wir auf alle Fälle Kartoffeln rein. So. Gut. Das haben wir fertig. Auf alle Fälle. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich noch hinein muss. Bei der Seite, ihr Lieben, bin ich ganz wenig bis jetzt gekommen. Landtunnel, Ehrensberger, Stier am Apparat. Jo, Nikolas? Ja? Sag mal, ist noch jemand für deine Übrigkeit da? Der müsste irgendwo, ich rumhängen, ich sehe den da, aber ich glaube, der ist gerade am Telefon. Warum steht hier MF bei mir auf dem Hof? Pass mal auf, und zwar, mir geht's drum, ich werde nachher gleich Steine sammeln. Das sind nicht, ja, nicht so sehr viel. Braucht ihr die? Ob wir die brauchen? Ja, oder, ich sag mal, nehmt ihr mir die ab? Also ich sag mal so, was stellst du dir preislich vor? Das ist mir scheißegal, Hauptsache ich hab sie weg. Warten Sie mal, ich sehe gerade, der ist gerade hier in der Leitung, ich leite sie mal kurz weiter. Piep. Alles klar. Stefan hier. Stefan, grüß dich. Jo, Mann, grüß dich. Hier, sag mal, ich sammle jetzt gleich Steine. Nicht sehr viel. Nehmt ihr mir die ab? Preis ist mir scheißegal. Ich brauche nicht viel. Hauptsache, ich hab sie weg. Ja, wenn du dann schreibst, wie viel das ist. Kann ich machen. Aber das, wie gesagt, das wird heute nicht mehr so sehr viel. Ja. Das Müll. Macht nichts. Na, was wären das überhaupt? 1000 Liter? Ich glaub's gar nicht mehr. Ja. Also, ihr würdet es mir abnehmen, sozusagen. Ja, wir werden es euch abnehmen. Alles klar, gut. Dann sag ich dir nachher, sollte ich es schaffen, noch Bescheid, ne? Ja. Alles klar, bis später. Alles klar, bis später. So, jetzt klappen wir die Scheiße auch mal aus. Zack, und das und weg. So, jetzt fahren wir mal nur noch zum Oscar und holen uns mal den Steinesammler noch. Leute, wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen drüber philosophiert über das Gärrisse. Achso, jetzt ist der Richard, bin schon mal angerufen. Jetzt. Richard! Ja. Sag mal, grüß dich! Grüße! Hier, sag mal, was willst du vorhin? Ich hab das nicht so richtig verstanden, was du willst. Ob wir was die Lage brauchen? Ach so, das war's doch. Hätte ich doch verstanden. Alles gut. Ja. Und hast du losgekriegt? Wow! Hast du losgekriegt? Ja, es geht jetzt alles an den Oscar. Was war heute? War denn das eine Versammlung eigentlich? Nee, das war wegen dem Gärrestelager und Dreschergemeinschaft. Ach so. Gärrestelager wär schon mal eingeladen. Was? Wär schon mal eingeladen. Ich hab zum Oscar gesagt, er soll dir Bescheid sagen. Und da hat der Oscar gesagt, du tätest gerne das immer unten abholen. Mhm.
Also entweder da hat er was falsch verstanden. Mhm. Aber ich bin jetzt beim Oscar, da kann ich ihn noch einmal fragen. Ja, ich muss auch gleich wieder rüber. Wann kommt... Oh, was ist denn hier los? Hier ist irgendwas los beim Oscar. Unten? Bist du unten an der Einfahrt? Ich bin, nicht gleich, wenn du direkt reinfährst. Ja, die Haupteinfahrt, sagen wir mal so. Ja, ja. Ja, du musst immer außenrum in die oberste Einfahrt, wo keiner Schwein lang fährt. Warum? Warum das? Ja, unten ist alles zugefahren. Ja, aber wegen was denn? Keine Ahnung. Warte mal, hier ist irgendjemand. Ich lege mir kurz auf hier. Hä? Jo. Bis gleich. Ey, Rosen! Was ist denn hier? Ja. Sammlung. Frag den da. Das muss alles da rein. Der war ja nicht da. Wie, das muss alles da rein? Muss alles da rein. Sag mal, hier, Oscar. Ja. Der Richard, der hat gesagt, der tät unbedingt gerne bei dem gerüstet Lager mitmachen. Besprechen wir mal zu zweit. Ich wollte nämlich hier deinen Steinesammler mir mal ausleihen. Achso, ja, fährst du hinten rum, stelle ich dir gleich aus. Jo, mach ich. Ich kann ja alle Maschinen mal ein bisschen zurückfahren, dann können wir in das Tor machen, dann können wir alles reinfahren. Warum ist denn hier los? Das muss alles in die Werkstatt. Hä, warum ist es in der Werkstatt? Ja. Wie geht ihr hier mit eurem Zeug im? Alles kaputt machen oder was ständig? Die Dinger haben Überstunden. Ja, kommt aber auch zeitig, hä? Ach du ja. Scheiße. Da kannst du nicht unter dem Zaun drunter wegfahren. Ich glaube, dafür sind die Maschinen ein bisschen zu groß. Ein bisschen zu groß. Das ist aber absolute Oberknaller hier. So, wie mache ich das jetzt am blödsten? Den kriegt man da nicht weg. Kannst du ja mal den grauen Glas setzen. Ich? Ja, mach mal. Wieso denn das? Guck einfach nur auf die Stunden. Sagst du mir einfach mal, ich mach gerade hier ein Bild. 43. Ja, bleib mal so stehen, das ist gut. 43 oder was? Jo. Fertig? Jo. Mit dem Ding habe ich halt geflügt, gegrubbert, angesehen die 49. Gefällt dir das Ding, der Traktor hier? Ja. Was der hier? Der gefällt dir? Alle. Das sieht doch scheiße aus mit den Ketten hinten hier. Bodenschonend. Oh, das sieht eine tolle Scheiße. Mehr PS als deiner. Das ist doch mir egal, aber es sieht scheiße aus. Wenn du meinst. Nee, komm, das sieht ja aus, als wenn es nicht rangehört. Geh doch. Hä, nee. So, na gut. Du musst aber ganz schön hochspringen, damit du das Tor aufmachen kannst, Oscar, hä? Ja, sowieso. So, ich fahr mal hinten rum, Jungs. Ich hab auch gleich hier vorne rein. So, ach nee. Die jungen Leute von heute, das sag ich euch, das ist ja der Grauen. Oscar, hängst du mal an? Ja, weiter. Stopp! Jetzt. Ja, ist. Nee, geht nicht. Wie geht nicht? Ja, du musst freischalten noch. Ja, ich hab doch hier so einen digitalen. Ja, ach so, genau. Ja, geht. Ja. Ich danke dir, hey, spring doch nicht dann gleich wieder runter. Hä? Ach so. So, alles klar, macht's mal gut! So.
So, na gut, dann tun wir hier noch ein bisschen Steine sammeln mit dem Scheiß und dann sieht's doch schon mal ganz gut aus. Da haben wir schon mal das erste Feld fertig. Wir werden es aber heute nicht mehr schaffen. Doch, ich gleich mal, wie es ist. Das schaffen wir heute nicht mehr. Da war der Richard ein kleines bisschen säuerlich wahrscheinlich, hä? Oder ein bisschen traurig, dass wir ihn nicht eingeladen haben. Aber ne, ich habe mich ein bisschen drauf verlassen, was der Oskar gesagt hat. Das wäre ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob die im Clinch liegen, die zwei, oder was das ist, keine Ahnung. Aber es geht mich ja nicht an. So, na gut, nur noch ein bisschen Steine sammeln hier. Mit gleich ein bisschen mehr an Randform. So, das geht aber eigentlich, muss ich sagen, das geht ganz gut hier. Das ist richtig, wenn die Heide geschlossen ist. Da müssen wir ein kleines bisschen, Da muss er ein kleines bisschen Feuer anmachen. So, na gut, meine Lieben, aber wir machen hier das Feld noch fertig. Da will ich euch aber nicht damit belästigen, weil das kann ja ein bisschen langweilig werden, Steine aufsammeln. Es war mir wieder eine Freude heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst mir ein Däumchen da. Und ja, noch einmal Entschuldigung für die technischen Störungen, die letzten Folgen. So sieht's aus. Ja, bitte. Servus, der Stefanie. Ja, Grüße, es geht ab. Hast du die Wurzfarben vorhin gelesen vom Oskar? Was denn da?
Da, der hat geschrieben, der Land- und Maschinenhandel hat geschlossen. Die haben noch nicht geschlossen. Ach so. Ja, aber sagen wir, Feierabend ist doch einfach schönes, hä? Ja. Genau, so machen wir's. Und wir machen das auch. Ja, aktuell noch nicht. Ich muss auch noch ein bisschen was machen. Aber, wie gesagt, lasst die Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und, ja, schaut gerne mal wieder rein, hä? Unten mal die Kommentare noch ein bisschen voll spammen und voll machen. Bis dahin, macht's gut, euer Manne und euer Stefan Ehrensberger. Tschüssi. Ciao.